Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich weiß, ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich Parfum-Content gebracht, aber ich möchte heute nochmal nach längerem in das Thema Haarstyling einsteigen, denn heute geht es um das Moroccan Oil Texture Clay. Und dieses Produkt wollte ich euch vorstellen, weil das wirklich ein super Produkt für Männer ist oder auch allgemein für Menschen, die nicht so viele Haare auf dem Kopf haben und die vor allen Dingen feine Haare haben und die das Problem haben, dass die Frisur häufig in sich zusammenstürzt, wenn die Produkte zu schwer sind. Also wenn für euch Haarwachs super funktioniert und wenn ihr aber gerne nicht diesen super natürlichen Look hättet, sondern ein bisschen mehr Textur und ein bisschen mehr, dass man sieht, dass ein Produkt in den Haaren drin ist, ein Produkt, was vielleicht auch die Haare ein bisschen dichter aussehen lässt, dann kann ich euch dieses Produkt hier auf jeden Fall empfehlen und das ist der Grund, warum ich es heute vorstelle. Wenn ihr mehr Tipps zum Thema dünnes Haar sehen wollt, dann verlinke ich euch gerne hier oben auf dem Video zu dem Thema. Das ist auf jeden Fall sehenswert von mir. Auf jeden Fall gibt es eine kleine Vorgeschichte zum Moroccan Oil. Sorry, wenn ich an der Stelle auch nochmal kurz darin einsteige. Aber ich habe vor Ewigkeiten mit Moroccan Oil Mitarbeitern auf der Top-Hair-Messe in Düsseldorf gesprochen. Letztes Jahr im März war das. Und da wurde mir gesagt, dass die Marke eben hauptsächlich sich an Frauen wohl richtet und dass die Zielgruppe eben hauptsächlich Frauen sind. Ich bin aber dann trotzdem im Rahmen eines Shampoo-Videos mal auf die Marke gestoßen, habe mir ein Shampoo von denen bestellt und war nicht so übertrieben begeistert, weil dieses Produkt offensichtlich abgelaufen war, wie ich heute weiß. Damals wusste ich das noch nicht, aber das hat auf jeden Fall nicht so performt, wie ich mir das gewünscht habe. Und wie es dann halt so ist, in dieser ganzen Online-Marketing-Welt kennt man sich natürlich auch irgendwo und ein guter Bekannter von mir vermarktet eben auch Moroccan Oil, hat das Video zufällig gesehen, meinte dann, hey, lass uns da mal den Kontakt herstellen und so kommt es eben jetzt, dass ich dieses Produkt hier in der Hand habe, weil die mir nämlich ein neues Shampoo geschickt haben und einen neuen Conditioner und die tatsächlich für mich dann komplett anders funktioniert haben und viel, viel besser. Dazu wird es auch dann in Zukunft noch ein Update geben. Und was sie mir eben auch mitgeschickt haben, ist dieses Texture Clay, was wahrscheinlich auch so eines der berühmtesten Produkte von Moroccan Oil ist. Neben dem Trockenshampoo und dem normalen Shampoo ist das Texture Clay definitiv eines der bekanntesten Produkte und natürlich dem Treatment für die Kopfhaut. Und was erwartet euch hier? Naja, es ist ein Produkt, was ganz besonders ist, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, wie kein anderes Produkt meiner Ansicht nach, dass man es layern kann. Das heißt, man kann wirklich mit sehr, sehr wenig anfangen und immer mehr dann eben in die Haare einarbeiten. Und da ist natürlich direkt mal die Frage, warum ist das denn so toll oder warum ist das ein Vorteil? Naja, wenn man feines Haar hat und man nicht so viele Haare auf dem Kopf hat, dann ist es eben so, dass die Haarwurzeln häufig nicht stark genug sind, um eine große Menge an Produkt zu halten. Und wenn du dann auch nur ein bisschen zu viel von einem Produkt verwendest oder wenn du ein falsches Haarstyling-Produkt verwendest, dann kann es eben sehr schnell passieren, dass die Frisur in sich zusammenfällt, auch wenn das Produkt scheinbar einen hohen Halt hat. Und der Vorteil hieran ist ganz einfach, du nimmst ein bisschen und nimmst immer ein bisschen mehr und dadurch kannst du dich eben Schritt für Schritt an den Look rantasten, den du haben möchtest. Und deshalb ist das eben nicht nur für einen speziellen Haartyp geeignet, nämlich feines oder dünnes oder lichtes Haar, sondern es ist natürlich auch für alle anderen Haartypen geeignet. Du musst dann einfach nur mehr davon benutzen und kannst das aber, wie gesagt, sehr schrittweise und das finde ich an diesem Produkt hier sehr toll. Ansonsten von der Anwendung her würde ich sagen, ich blende euch jetzt einfach mal ein Close-Up ein von der Konsistenz. Das ist von der Konsistenz her schon sehr wie ein klassisches Haarclay, also es hat eben, der Name Clay kommt ja von dem Wort Tonerde und es hat eben so eine tonerdenartige Konsistenz, ist aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr cremig und wenn ihr es zwischen den Händen dann verreibt und aufwärmt, dann löst es sich quasi komplett auf und lässt sich deshalb auch sehr, sehr leicht in die Haare einarbeiten. Vom Look her könnt ihr das Ganze dann übrigens sehr stark variieren, von diesem sehr leichten Finish, was vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Haarwachs geht, also sehr natürlich und frisch geföhnt, bis hin zu einem Clay-typischeren Finish, was ein bisschen auch vielleicht in Richtung Pomade geht, ja, oder matt Paste, also mit viel Textur und einer deutlichen Sichtbarkeit von dem Produkt in den Haaren ist hier wirklich alles möglich. Ihr müsst halt eben nur euch Schritt für Schritt rantasten und könnt da eben sehr viel variieren. Der Haltfaktor ist hoch, also das Produkt hält schon die Haare sehr gut in Form, vor allen Dingen, wenn ihr die gut vorbereitet mit einer ordentlichen Föhnroutine, was ich auch mal hier auf dem i verlinken kann, mein Video zu dem Thema. Aber es ist, muss ich sagen, immer noch ein sehr leichtes Produkt. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Heavy Clay oder einer schweren Pomade, sondern man merkt schon, dass es ein sehr, sehr leichtes Produkt ist. Und deshalb ist es eben, wie gesagt, prädestiniert für Männer mit feinem und lichtem Haar. Vom Duft her übrigens die klassische Moroccan Oil Geschichte für Leute, die den Duft kennen und den Duft wahrscheinlich deshalb auch mögen. Die werden wissen, was sie hier bekommen. Und insgesamt würde ich sagen, für um die 20 Euro waren es, glaube ich, ein super solides Produkt, was ich euch gerne natürlich auch in der Beschreibung verlinke. Achtet aber auf jeden Fall darauf, kann ich an der Stelle sagen, wegen meiner negativen Erfahrung mit dem Shampoo auch von einem Drittanbieter,
der das verkauft hat. Kauft das auf jeden Fall original bei Moroccan Oil. Das heißt zum Beispiel auf Amazon, verlinke ich euch dann einfach in der Beschreibung. Ja, das war soweit auch schon alles zu dem Moroccan Oil Texture Clay. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil es wirklich sehr anders ist als viele andere Haarstyling-Produkte. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt oder ihr das selber probiert habt, schreibt mir gerne einen Kommentar in die Kommentare rein. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.